Mietlinge, also Fische, die wir selbst durchaus auch gerne auf unserem Teller sehen, und das schmeckt auch unseren Leuten, wie man sieht. Also so eine Robbe kann bis zu 80 Meter tief ohne Probleme tauchen und bis zu 15 Minuten lang unter Wasser bleiben, mindestens. Hier und da müssen natürlich die Robben auch an Land. Und zwar benötigen die Robben das Land zum Beispiel zur Geburt ihrer Jungtiere, dort müssen sie an Land gehen. Und auch das Säugen der Jungtiere passiert an Land. Das heißt, Robben sind nach und auch an das Land. Damit das so funktioniert, wie Sie das hier sehen. Fressen tun unsere Tiere relativ unterschiedlich viel, also im Durchschnitt aber kann man sagen, zwischen 5 bis 7 Kilogramm Fisch pro Tier und pro Tag fressen die Tiere. Ich glaube, was man auch sieht, ist, dass es für die Tiere selbst natürlich auch eine Abwechslung ist. Das heißt, diese Fütterung ist nicht nur für die Besucher immer wieder eine nette Abwechslung, sondern auch für unsere Robben. Sie sehen, durch solche Übungen zum Beispiel ist es für den Träger möglich, den Gesundheitszustand der Tiere zu kontrollieren, ob die Zähne in Ordnung sind, ob die Flosse auch nicht verletzt ist.